Start drücken! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist schon wieder ein Zelda-Spiel. Oh Gott. Ja, ich habe eigentlich noch ein anderes Spiel geplant, aber dann muss ich erstmal gucken. Wenn meine Facebook-Page verfolgt, die total scheiße ist. Egal. Ja. So, ich würde sagen, ich nenne mich wieder Link. Also wie immer. Oder wie in Zukunft immer. Egal. Und beginne. Also erstmal ein paar Worte zu dem Spiel. Ich finde es toll. Es war sozusagen, also es war mein eigenes erstes Zelda-Spiel. Toller Filter. Und ich mag es. Text finde ich ganz schnell. Ja, ich finde es echt geil und würde sagen, fangen wir mit der Story an. Klick, klick. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen meinisch vom Himmel herab und um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Oh mein Gott, ein Schwert. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Schafft nicht jeder heutzutage. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Geil. Oh Gott. Wer ist das? Gut, eigentlich wissen wir alle schon, wer das ist, weil das ist Zelda, aber es ist auch mal ein Spiel, wo Link und Zelda sich kennen. Gibt es nicht so viele davon, aber wenn, dann ist es eigentlich cool. Was ist denn das drin, Alter? Sack. Guten Tag, Onkel Albrecht. Onkel Albrecht? Hoppla, die kleine Zelda! Bist du ganz allein im Schloss hierher gelaufen? Im Schloss hierher gelaufen, ja genau. Das wird dem Minister bestimmt gefallen. Nicht gefallen. Mann. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Link? Die Stadt ist voller Trubel, weil das einjährige Meinischfest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit dem Link... Weil ich mit Link dorthin gehen will. Dürfen wir... So ist das. So ist das. Link hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Link schläft noch. Steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Link dann für mich machen. Weil er ist halt so der Laufknabe so. Hallo Link! Oh mein Gott, mein Herz. Ja, Mann. Okay. Oh mein Gott, ich kann spielen. So, jetzt erstmal die Steuerung. Erst rollen, wenn man läuft. Laufen ist Steuerkreuz und A und B sind halt... Ja, wie Zelda halt sein muss. So, wir haben drei Herzen. Oh mein Gott, das ist ein Wunder. Ja, yeah, ich werde jetzt auch in 20-Minuten-Parts machen. In 20-Minuten-Parts aufnehmen, so. Und jetzt gehen wir erstmal zu Zelda. Oh mein Gott. Serientypisch, dass Link am Anfang schläft. Naja. Ah, Link! Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Meinischfest gehen möchte. Hallo Link, lass uns doch das Fest gehen. Onkel Alberich hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch was. Das Schwert ist fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich bin viel zu alt und scheiße. Aber ich habe hier noch zu tun, natürlich. Ja. Schwert des Alberich. Okay, das heißt also, ich werde es Alberich erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Oh mein Gott. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertturnierkampfs, Mann. Weil, ist halt so. Also, ich verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Verliere die bitte auch nicht. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also, Link, rauf in die Stadt. Yeah. Oh mein Gott. Ja, ich freue mich, dass das jetzt ein Spiel. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Zelda ist die... Ja, gut. Erstmal ein Onkel... Jetzt erstmal den eigenen Onkel ausrauben. Oh mein Gott, ein roter Rubin. Das sind 20 Rubine erhalten. Was für ein Glück. Ist ja ein Ding. Also wir können auch Sachen hochheben. Ohne Kraft am Mann. Gut, das kommt zwar auch noch in dem Spiel, aber egal. Erstmal hier. Ist hier noch irgendwas?
Nö. Okay, raus. Die Tür ist offen und vorher konnte ich die natürlich nicht öffnen, war ja nicht so sinnvoll. Hier bin ich, Link. Okay. So. Damals bin ich rausgegangen und habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen muss. Jetzt weiß ich's. Hahaha. Egal. Link, komm, beeilen wir uns. Oh Gott, Zelda ist ganz schön schnell, muss ich ja zugeben. Hier entlang, ja los, beeil dich. Okay, ich... So, das ist Stadtheim. Als ob ich das nicht wüsste. Na naja, gut. Ja, das ist voll cool, weil so viele Menschen und irgendwie können wir die Stadt nicht richtig erkunden. Das voll scheiße, ist aber egal. Guck mal, Link, das wird so echt Spaß. Komm, wir gehen dahin. Warte doch mal. Frauen. Link, hör doch mal den Geschichtenerzähler zu. Hey, was ist das da? Die kann auch nicht mal irgendwie langsam laufen oder so. Vor allem zu so einem alten Mann, was ist das da? Ist ja nett. Meinisch, gibt es also wirklich? Vater behauptet auch das immer. Hey, was ist das da? Oh Gott. Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt. Wer wohl gewonnen hat? Ja, wenn ich das wüsste, dann weiß ich nicht. Und jetzt? Geh wieder ein! Kannst du mal stehen bleiben? Hauptgewinn! Ich weiß immer nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich glaube, das ist eine Frau, weil irgendwie voll das Palmenhaar, aber naja. Also. Unglaublich! Du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, such dir was aus. Ist ja super. Da hätten wir einen herzförmigen Stein, auch Herzcontainer genannt. Oder so einen voll fetten Rubin. Oder so ein Scheißschild. Also, wenn Zelda jetzt schlau ist, nimmt sie den Rubin und kauft beides. Nein! Wofür entscheidet sie sich? Das Juwel, der herzförmige Stein, ist aber auch sehr hübsch. Such dir raus, was dir gefällt. Ich nehme den kleinen Schild. Wieso, warum? Wieso das denn? So ein Schild ist weder schön noch kleidsam. Hier zum Beispiel, der herzförmige Stein ist doch hübsch, oder? Oder hier das Juwel, eine wahre Augenweide, oder etwa nicht? Diese beiden Sachen sind so, doch viel besser als der Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich hier bitte haben? Voll der Prinzessin, ihr seid komisch, aber gut. Würde ich auch zu meiner Prinzessin sagen. Also eigentlich könnte die jetzt voll... Na egal. Hier, bitte. Schön der kleine Schild. Was willst du jetzt? So, den schenke ich dir. Der Schild steht Link gut, nicht wahr? Ja. Yeah. Du hast den Schild, du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Ist ja toll. Legi mit dem Blablabla. Also, halte den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Ein Geschenk von Zelda für dich. Ja, wirklich. Du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, Schutz, oh, spät. Wir müssten das Schlossschwert abgeben. So, komm, Link, gehen wir. Jetzt folgt sie mir auf einmal. Ist ja nett. So, also erstmal muss ich hier den Schild auf B legen, weil ich bin so ein A-B-Typ. Man vielleicht schon in einem anderen Zelda mitgekriegt hat, aber egal. Was denkt ihr für komische Haare hat vor dem Zopf, Alter? Die haben alle so Palmenhaare hier im Spiel, glaube ich. Was seid ihr für Dinger? Ich bin mit meiner Schwester aus dem fernen Land gekommen. Um das Fest der Meineschen. Also, ich weiß auch immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Ob man das jetzt Minischcap oder Meineschcap, aber ich nenne es einfach Meineschcap, deswegen, ja, bin ich so gewohnt, so. Also dann, Link, lass uns zum Schloss gehen. Yeah. Ich habe 20 Rubine, wo hab ich die überhaupt? Achso, ja. Also, das weiß aber nicht mehr. Aua! Das sind die Händler-Dekus, von denen der Soldat erzählt haben. Die Soldaten. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Glaubkerle. Link, tu doch was. Tu doch etwas. So kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Ach, ist das so? Okay, also erstmal... immer voll verarscht, Alter. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich kam noch in die Stadt, um auf dem Fest Geschäfte zu machen. Aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Aber alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. So war das nichts mit den Geschäften. Also zurück ins Heim... Mit heimeliger Dunkel... Ist ja ein Wort. So. Der Händler Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Okay.
Was machen die Bubis graben? Ja. Ja, voll geil. So. Na. Wo sind wir denn hier jetzt? Am Schloss oder was? Okay, wir sind am Schloss. Voll der geile Minister. Ah. Ah, Link. Wie spreche ich den jetzt? Ah, Link. Irgendwie spreche ich viel zu viel, so egal. Du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. Ich hab's auch erst, vor allem mein Onkel hat's geschmiedet. Raff ich nicht. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer und zieh mich um. Kann ich mitkommen? Nö. Also bis später, Link. Das Fest war toll, nicht? Ja, weil du immer von mir weggerannt bist, fand ich es nicht so toll, aber... Du hast schon hier bis... Was? Du hast... Hä? Hast du von hier bis... Link... Bla. Bleib doch zur Siegerehrung, so. Oh Gott. Ich will meine Lesekünste, naja. Was ist das? Link, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Also eigentlich habe ich sie ja vorhin gehört, aber egal. Man nennt es das Schwert der Mainisch. Es versiegelt eine Kiste aufgehüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Mainisch ist ein heiliges Schwert. Die Mainisch übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Okay. Vor der fette König. Ernst, der König. Wir beginnen dann mit der Siegerehrung. Der Sieger Vati möge hervortreten. Also irgendwie nett sieht er ja nicht aus. Von hinten schon. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Mainisch und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Ne, mach du nicht, mein. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Mainisch und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Mein Gott. Natürlich ist Zelda voll der Mann. Schild und jeder hat nur ein Schild. Ja. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir früher oder später nur im Weg sein. Ja. Durch meinen Fluch werde ich zu Stein. Oh Gott. Das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann werde ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Was dat? Was ist denn das? Wow, das... Okay. Da waren nur Monster in der Kiste. Na, auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Oh mein Gott. Ich penne ja schon wieder. Was ist los? Da bin ich aber froh. Du bist wieder bei Bewusstsein. Dein Großvater Alberich ist beim König. Oh mein Gott, er ist beim König. Link, du bist wieder was? Geht es dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hört gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Mainisch, könnten wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Mainisch? Mainisch? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Mainisch-Volk? So ist es, dieses Mainisch. Doch Mainisch existieren nicht, nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Mainisch leben im Tyloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Mainisch. Wow. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Mainisch nicht sehen. Egal, wie sehr sie auch versuchen.
Aha! Wenn das so ist, Link, du könntest doch gehen. Ja, einfach so ein kleines Kind schicken, ist ja auch kein Problem oder so. Link, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters, die meines Wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Wiederherstellen nicht zusammen, auseinander? Egal. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Oh, eigentlich nur ein zerbrochenes Schwert, scheiße. Aus ihm entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Yeah. Schwert des Albrecht erhalten. Das Wunderwerk sei deines Großvaters. Gut, Soldaten, beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Okay. Tief im Tuloria-Wald ist der Waldschrei. Er wurde früher von Menschen und Meinisch genutzt. Gehe also zuerst zum Waldschrei. Okay. Mach ich. Nimm diese Karte mit, Mann. Falls du dich auf dem Weg verlaufst, solltest du aber starten und dann einfach L&R und so ein Scheiß und dann siehst du das schon. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Okay. Yeah. Karte von Hyrule erhalten. Damit verläufst du dich nicht. Okay. Richtig detailreich, Alter. Nein. Also, Link, brich den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Mein Gott. Wir haben ein Schwert und können schlagen und keine Bubble-Attacke machen. Aber das kommt alles noch später. So. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal zum ersten Dungeon. Ich freue mich. Naja, der erste Dungeon ist nicht groß, nicht schwer, aber er ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Der hat sowas, dieses erste Dungeon-Feeling halt. Ja. Ist halt so. Denke ich zumindest. Wenn nicht, dann klärt mich auf oder so. Innenhof von Schloss Hyrule. Okay. Ist das wohl nicht da? Egal. Das hätte ich mir überlesen. So, tut mir leid, wenn ich zu viel rolle, aber irgendwie bin ich jetzt schneller so. Okay, so, wir müssen jetzt erstmal gucken. Also, wieder Octorox in dem Spiel, ja. Und ich mag die Vögel nicht, weil die klauen einem Geld. Wie immer. Okay. Grüne Rubine erhalten. Klein, aber fein. Okay. Die bringen halt nur einen Rubin. Und ja. So, wir müssen jetzt zuerst... Also hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Wir sind voll die Bauarbeiter-Typis. Und die lassen uns ja nicht durch. Das ist voll scheiße. Deswegen hat mich damals immer geärgert. Da war ich immer lang. So, deswegen müssen wir jetzt hier lang. Und einfach mal London fahren. Schon down gemacht. Gehen sie alle down. Oh, Herz. Yeah, du hast dein Herz gefunden. Etwas Energie kann nie schaden. Ich finde es auch so interessant. Die füllen die Herzen einen eigentlich wieder auf. Das habe ich nie gerafft, aber egal. Oh, das wurde ich getroffen. Was ist das für ein Wirbelsturm? Okay, keine Ahnung. Irgendwo Steine hier überall. So. Kleine in dem Haus? Hallo? Nö. Kannst du einfach alles klauen. Macht man natürlich nicht als netter Typ, aber könnte. Ich meine, hier ist auch niemand irgendwie in der Nähe oder so, der das überprüfen könnte oder so, aber naja. So, dann geht es richtig in die Tuloria Wald rein. Hier ist nämlich hier. Da. Schloss Hyrule, Stadt Hyrule, Tuloria Wald. Wow, richtig die krassen Namen, Alter. Voll die Brücke. Tuloria Wald. Wer jetzt gedacht. Voll der Licht. Die Lichteinwerfung ist ja irgendwie so cool, ich weiß auch nicht. Ist auch immer die gleiche, aber für so ein Gameboy-Spiel ist das schon ganz schön. Also Gameboy-Spiel ist das schon ganz schön krass. Oh, ja, ich kenne die Musik nicht mehr so ganz. Was ist das? Ein Schleim. Ah ja, hier im Spiel gibt es auch Schleim. Wie man gerade eben gesehen hat. Was ist hier? Okay, nix. Voll die komischen Wassergeräusche. So. Schon wieder Schleim. Wenn ich meine Truhe irgendwann... Keine Ahnung. Für der Baum? Der wird draufspringen? Okay, dann halt nix. Dann gehe ich jetzt mal hier oben lang. Aha. Was ist denn hier so? Oh mein Gott, schon wieder Stein. Nein! Stirb! So. Hilfe! Was ist denn das? Aua! Hört! Hey, hört doch auf! Autsch! Aua! Hilfe, ist denn da niemand? Ich bin voll dies und hol mir erstmal das Herzteil. Yeah. Jo, unser erstes Herzteil.
Vier Herzteile ergeben zusammen einen Herzcontainer. Mit dem Herzcontainer erhöht sich deine Herzzahl. Kennt man ja, ist ja normal. So, jetzt gehen wir erstmal zurück. Sind das überhaupt Spinnweben in den Bäumen da, die so komisch weiß? Ich weiß nicht, was. So. Ich komme, du komisches Ding. Was bist denn du überhaupt? Hey du, kleiner Mensch. Ja, du. Au. Hey du da, guck nicht einfach so zu. Autsch. Jetzt steh doch nicht so untätig rum. So, hilf mir doch. Okay. Wie sie auf einmal den, wie sie den auf einmal ignorieren, einfach und nicht mehr treffen können. Naja. Puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Na dann, ich wäre auch alleine mit denen fertig geworden, aber... Naja. Was macht ein Kind wie du ganz allein hier im dunklen Wald? Ach so, ich verstehe. Meine Spati? Fluch, heiliges Schwert? Die Wörter einfach so mit sich bunt sind, weil sie wichtig sind. Ja, super geil. So ist das also. Ja, gewiss, ich habe dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf Reisen bin, um einen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das heilige Schwert. Gut, dann werde ich dich mich dir anschließen. Mein Name ist Ezzelo. Ja gut, das Spiel ist früher als letztes Spiel rausgekommen, ist gut. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Na dann, folgt mir einfach mal, würde ich sagen. Warte doch mal! Renn doch nicht so, mein Kind. Kannst du nicht langsamer gehen? Sieh mal, Kindchen, wie soll ein kleiner Wicht wie ich denn je mit dir Schritt halten? Ja! Was für ein absoluter Unmöglich, Göre, du doch bist. Viel besser. Wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davonlaufen. Ah, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem äußerst bequem für mich. Hm, was grummelst du da? Los, auf geht's. Zack, zacki, zacki. Ach, ich vergesse. Für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drücke in solchen Momenten einfach Select. Ich helfe dir dann. Herrje, das wird anstrengend. Ja, allerdings erst im nächsten Part, denn das war der erste Part. Voll cool. Yay. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich rausfinde, was das überhaupt für eine komische Mütze ist, die irgendwie doch ein Typ ist. Und ja, egal. Tschüss, Mann!